Willkommen zurück zu Dynasty Tactics. Ja, Freunde, ich glaube, wir nähern uns dem letzten Szenario an. Ich glaube, das ist nicht das letzte Szenario. Wir müssen jetzt ganz weit weg in den Osten. Wir müssen eine riesige Reise antreten. Guckt mal, wir müssen hier ganz rüber. Da warten welche auf uns, da warten welche da. Und dann sind wir erst in Chengdu, wo Cao Cao jetzt die Hauptstadt positioniert hat. Was ich nicht ganz verstehe, weil Chengdu ist sehr untypisch für Cao Cao, aber ist okay. Da müssen wir halt hin. Schon mal die zwei Hauptarmeen hierhin bewegt. Freunde, wisst ihr was? Ich glaube, wir brauchen die Erfahrungspunkte nicht mehr. Immer halt, falls das letzte Szenario ist. Sprich, es ist jetzt sinnvoller, immer den Commander mit Pit oder Taunt rauszulocken und direkt zu besiegen. Warum ist es sinnvoller? Tja, weil man dann eben halt nicht so viele Einheiten verliert. Weil, wenn es jetzt, sagen wir mal, 4-5 Kämpfe gibt, dann komme ich hier mit einer ganz geschwächten Einheit bei Cao Cao an und haben wir keine Chance. Sprich, wir müssen diese Lane-Strategie verwenden. Gut. Dann wollen wir mal. Hä, da kommen auch Leute? Über die Berge? What? Sollten unsere Fähigkeiten für den Krieg noch verbessern. Wir möchten mit Shang Fei kämpfen. Uah, okay, die Base-Stärke ist gestiegen, aber what is this? Cao Pii! Holy shit! Der wird hier wohl nicht. Aber er ist alleine, das schaffen die doch, oder? Ist die Armee denn jetzt ausbaufähig oder so? Also ausbaufähig ist sie sowieso, das ist klar. Aber ich meine, können wir die irgendwie noch verbessern? 10.000, not bad. Oh, die Armee ist wirklich grottenschlecht, die Hilfe! Die ist richtig scheiße, die Armee. Okay, Heißt nichts Besseres. Liu Tu ist halt auch scheiße, ne? Täuschen. Ja, täuschen ist Müll. Wir haben echt nichts Besseres. Ich muss Leibo nehmen. Oh mein Gott. Oh, Freunde, betet bitte, dass wir Cao Pii hier in die Knie zwingen können, weil ich hab ein bisschen Schiss. Es war nur die zweite Armee. Die dritte Armee sogar. Die zweite Armee wäre. Die würden das schaffen. Ja. Schicken wir die alle hier hin. Wobei, ganz im Ernst, ne? Ganz im Ernst. Ich glaube, wir brauchen nur eine Armee. Ich glaube, wir schaffen das mit einer Armee. Ja, ich glaube, wir schaffen das mit einer Armee. Oder auch nicht. Ach, ich weiß es nicht. Wir können hier rum. Sind wir hier, Shaodun. Haben wir nochmal Battle gegen Cao Ren. Und Cao Cao. Ja, aber wenn wir die mal rauslocken, dann geht das. Freunde, ich schicke die wieder zurück. Ich habe echt Schiss, dass die Guan-Ping-Armee das nicht, ja, gedeichselt kriegt. Ja, komm, wir schicken die wieder zurück. Verteidigt die Hauptstadt. Lu Meng auch. Tschüssikowski. So, wo ist... Zheng Fei ist hier und Gongzi auch. Okay. Die müssen wir natürlich mitnehmen, ist ja sowas von klar. Und Gongzi kommt mit hierhin. So... Ja, wahrscheinlich wird es hier zum Kampf kommen. Der Arsch meint, mich hier anzugreifen zu müssen. Oh mein Gott, Wuling ist gefallen. No! Oder chillt er da jetzt nur? Ich verstehe es wirklich nicht. Oder er hat Angst, Lu Meng allein anzugreifen. Kann auch sein. Doch, wir schaffen das mit der Armee, oder? Nicht so gut geworden, die Armee. Doch, wir schaffen das. Und wenn, haben wir ja eh den Zwischenspeicherstand. Hey, Shamurke müsste sich jetzt anschließen und Jing Xuan? Vielleicht auch? Ja. Wenn Gongzi nicht entdeckt wird, jedenfalls. Und er wurde nicht entdeckt. Okay. 2 gegen 2. Ja, wir haben aber noch immer den Spion-Support. Aber wie gesagt, ich werde diese Strategie jetzt verfolgen. Ich werde den feindlichen Oberbefehlshaber immer rauslocken. Und ja, so preschen wir nach vorne. Was ist für eine komische Aufstellung der Gegner? So einheitlich. Richtig diszipliniert sieht das aus. Und der feindliche Oberbefehlshaber ist geschützt. Das gefällt mir schon mal gar nicht. Cheng Yun Xun Yu. Nur Strategen. Okay. Oh mein Gott, was. Schaufel flach. Hinterhalt? Verfolgen brauche ich nicht. Hinterhalt bietet sich hier an, also machen wir flach. Oh, wir haben sogar 2 Zelte. What?
Warum habe ich diese Ehre denn? Okay. Wo befindet sich Huaxin? Der Key für diese Schlacht. Weil er kann eben halt sie auch über den Fluss rüberholen. Schau, Bar haben wir hier Wang Ping. Ja, Wang Ping, es war mal ein Way-Offizier, ob ihr es glaubt oder nicht. Er hat sich aber später Shu angeschlossen. Aber jetzt ist er noch hier. Oh, Fazeng, oh mein Gott. Und er hat Grube, natürlich hat er das. Hier, Xu. Xu Xu ist auch hier. Okay. Spottdeutsch. Alter. Ein Taunt. Okay. Ein Taunt und eine Grube, aber schlimm genug. Meine Fresse, was machen wir denn? Oder wollen wir den wenigstens locken? Aber der ist auch... Ah, nee. Doch. Der ist nämlich nicht geschützt. Den können wir locken. Den wir den dann... Ah, okay. Vielleicht wäre es besser, einfach die Gegner kommen zu lassen bei dieser Schlacht. Ich weiß auch nicht. Und hier ist unser Grubengenie. Grube geht, glaube ich, nicht über den Fluss. Falls doch, ist geil. Müssen wir mal sehen. Ich mach den mal hier hin. Also ich möchte eigentlich jetzt nicht aggressiv vorgehen hier. Zum Glück steht hier noch einer davor. Kann er uns nicht so einfach hervorlocken. So, wenn jetzt Grube funktionieren sollte, wovon ich aber nicht ausgehe, kann man Guan Yu schon mal vernünftig positionieren. So. Cheng Fei stellen wir schon mal hier hin. Und Yi Ling. Stellen wir... Ne, der steht richtig. Ist in Ordnung. Der steht vollkommen richtig. So, Huang Zhong müssen wir jetzt aber irgendwie noch hier abziehen. Schwupps. Okay. So, es bietet sich auch eigentlich an, hier einen Katapult aufzustellen. Wir müssen nur aufpassen, dass wir es nicht im Weg stellen, sodass wir dann eigentlich mehr raustaunten können oder so. Problem ist, Huaxin kann hier gar keinen holen. Der muss sich dann dahin bewegen. Ich habe Zheng Fei falsch aufgestellt. Wisst ihr was? Ich stelle jetzt hier einen Katapult auf. Die Range ist sowas von ridiculous. Es lohnt sich. Es lohnt sich wirklich. Ja, die Schlacht ist nicht so einfach. Ich habe jetzt gedacht, ja, lock so einfach. Der Feind, ich befehle Zauber voraus. Ja, nee. Die haben so eine komische Aufstellung. Das geht jetzt nicht so einfach. Ist auch schlau und positioniert sich nicht so, dass ich ihn direkt rauslocken kann. Hier könnten wir Chengui... Ach nee, es ist gar nicht Chengui. Oh, der hat ja jetzt auch geschützt. Ja, die Gegner werden, glaube ich, auch intelligenter, man merkt's. Okay. Tun wir den erstmal hier hin. Na, ist das ziemlich mittig. Ja, Grube geht aber tatsächlich. Das ist natürlich nice. Das ist richtig gut. Und wir locken direkt Fazeng raus. Das ist gut. Ein sehr gefährlicher Gegner. Damit lässt sich echt einiges jetzt bewerkstelligen. Machen wir lieber Attacke. Ach nee, Attacke nicht. Flanke. Damit gehen wir auch wirklich auf Nummer sicher, dass Guan Yu Hilfe initiated. Okay. Grube. Let the Grube begin. Tween? Weil das Schöne ist, dann kann Fazeng... Er kann es zwar machen, er kann da auch Grube machen, aber es bringt ihm nichts, weil er jetzt eh hier ist. Insofern haben wir schon mal eine Bedrohung ausgeschaltet. Jetzt nur noch Cheng Gui, der richtig eklig ist. Und wenn der auch weg ist, können wir uns wirklich darauf fokussieren, die Gegner kommen zu lassen. Nicht nur das. Und auch auf einen Moment zu warten, um den Oberbefehlsauer rauszulocken halt, ne? Das war ordentlich Damage. Ist fast besiegt. Haben auch Probleme, durch den Fluss zu kommen. Und selbst wenn sie durch den Fluss gekommen sind, haben sie Probleme, durch den Wald zu kommen. So sieht's aus. Und der hat sich richtig eklig positioniert. Er hat auch wieder was vor. Crap. Ja, das ist natürlich nicht gut, wenn er jetzt Zheng Fei lockt oder so. Deswegen biete ich ihm Gongzi an. Ja, will sich Gongzi aber nicht schnappen. Warum? Weil er vielleicht wirklich dieses Zelt bauen wollte? Oder?
weil Gongzi ihm nicht... Ja, nicht reicht. Er hätte lieber Zhang Fei gehabt. Geh ich voraus. Bedrohung! Oh yeah! Und Moral steigt. Sehr nice. Kann man direkt wieder was machen? Ja. Könnte noch verfolgen into Lockvogel. Aber ich glaube, wir chainen lieber was mit Guan Yu. Ja, wir chainen gleich lieber was mit Guan Yu. Pling! Jetzt halt die Frage, wollen wir wirklich eine große Chain machen? Ich guck mal kurz, wo ist Huxin? Wir könnten hier Spot. Ja, hier ist aber keiner zum Spotten. Und hier habe ich jetzt eben halt das Katapult im Weg gestellt. Ich wusste, dass es nicht gut ist. Shit, aber wir können hier Spot into Hilfe machen. Immerhin. Und wir können Liu Bei auch noch dahin positionieren, dann können wir noch tauschen machen. Wir würden dann Shao Ba rauslocken. Ist natürlich jetzt nicht so krass. Aber besser als nichts. Wir machen's. Wir machen's, Freunde. Ja, reicht um... Na, ich mach trotzdem die Zange. Ach, ich mach trotzdem die Zange. Umzingeln hat auch noch einen anderen Nutzen. Haben wir noch gar nicht gesehen. Ich kann euch das mal zeigen. Selbst wenn einer, ein Verbündeter sehr weit weg steht, kommt er da halt daran. Zange ist sehr situativ. Deswegen machen wir das jetzt. Zhang Fei! Was machen wir mit ihm? Wir können ihn sogar hierhin positionieren. Dann kann er auch was machen. Wir können ihn bei hier hinstellen. Dann kann er tauschen. Oder sogar Feuerangriff. Das müssen wir gleich mal sehen. Huang Zhong. Der bewacht das Katapult. Just for the lulz. Tauschen ist mit Verbündeten, ne? Ja, nicht, dass ich wieder wechseln hab. Können wir Vertreiben machen? Joa. Oder sogar die große Attacke. Na, ich denke, die ist sogar noch besser. Also machen wir's. Dutsch! Let it begin! Shao Ba, ja, der schließt sich auch zum Zeitalter Anfang Jin schließt er sich dann ja auch den Schuhtruppen tatsächlich an, aber zu dem Zeitpunkt war er natürlich noch. By the way, so erst zu dem Zeitpunkt, wo Sima Zhao oder sogar Sima Shi an der Macht war. Nee, Sima Zhao war es. Hat Shao Ba Wei bzw. Neu Wei verraten. Oh yeah. Ich glaube, den können wir sowas von vernichten, weil wir jetzt so eine geile Chain haben. Oh yes, aber sowas von, das ist der Overkill schlechthin. Guckt euch das an. What is this? Das ist echt sick. Plus 32 Moral läuft. Und noch Lockvogel. Was geht? Was geht? Noch nichts verloren an Truppen. Aber das sollte ich nicht zu laut sagen. Boah, Alter. What? Es geht noch weiter. Das ist die beste Chain, die ich auf der 1 Tactics 1 hatte. Minus 60 plus 37. Läuft. Gefangen. Ja. Und schon schließt er sich den Schuhtrumm an. Und auch Fazeng. Geil. Fazeng ist richtig gut. Oh mein Gott. Den packe ich noch ins Team rein. Ja. Obwohl wir kurz vorm Ende stehen, werde ich wahrscheinlich das Team nochmal changen. Weil Fazeng ist richtig gut. Kann er eigentlich noch was bauen außer einen Zaun? Ach, kann der jetzt gar keinen Zaun mehr bauen? Der kann gar keinen Zaun mehr bauen, weil er jetzt die Klasse geswitcht hat. Okay, Huxin wird sich wohl demnächst hierhin bewegen. Kann ich den schon mal hier positionieren? Ja, ja, okay. Ist nicht so einfach, wie ich dachte. Den kannst du gar nicht rauslocken. Der ist schlau. Okay, da müssen wir doch alle besiegen. Oh, ist natürlich scheiße irgendwie. So, mal gucken. Müssen wir mal gucken, ey. Okay, erstmal wieder richtig ausrichten hier mit Malian. Der überquert bereits den Fluss. Oder ist dabei. Ist jetzt in der Mitte des Flusses. Aber wird auch direkt abgeknallt. 1100! Jetzt wisst ihr, warum ich sage, Ingenieure sind so wichtig in dem Spiel.
Habe ich ganz am Anfang gesagt und jetzt seht ihr es. Gut. Swoop. Kein Sinn, aber sieht cooler aus, als wenn ich nur auf Warten klicke. Chengui, chill bitte. Ja, er chillt, okay. Ich habe Angst vor dem. Aber er hat sich ganz blöd positioniert. Wenn Liu Bei jetzt anfängt, oh mein Gott, können wir die wieder richtig zerstören. Leider fängt der Fei an. Ist nicht so cool. Ja, eben, weil ich jetzt nichts machen kann. Ach. Fuck off, man. Bleib hier stehen. Möchte definitiv den loswerden. Den Chengui. Ist so gefährlich, der Dude. Warum hat er den nicht gelockt? Stell dir mal vor, er hat Spott gemacht, weil Liu Bei da ganz hinten. Wäre richtig zerstört worden. Ich glaube, hier ist besser. Gun Yu geht mal hier lang. Why not? Was machen wir mit Huang Zhong? Wie weit kann der denn vorausgehen? Wow, der kommt bereits bis zum Katapult. Das ist krass. Das ist wirklich krass. Ah, shit. Das ist nicht so toll. Aber ist in Ordnung. Joa. Er kommt raus. 990. Es richtet sich immer danach, wie viel die an Gesamttruppen haben, wenn er jetzt nur noch, was weiß ich, 2000 hat, dann macht es auch nur 300 Damage. Aber trotzdem, wenn einer noch volles Leben hat, eben 1100 um Moral sinkt, schon gut. Ist schon gut, Freunde. Oh, hier ist so viel Wald, ne? Unglaublich. Ja, mit ihm können wir jetzt nicht allzu viel machen, wenn ich ehrlich bin. Ich lasse ihn mal hier stehen. Ja, okay. Das ist scheiße. Aber wir haben Fahrzeug gefangen genommen. Sprich, wenn Huo Xin jetzt baden geht, dann ersetzen wir ihn einfach durch Fahrzeug. So einfach ist das. Ja, so müssen wir es machen. Aber ist ja in Ordnung, der ist ja auch besser als Huo Xin. Lol, das ist voll dumm. Täuschen hilft uns jetzt zu entkommen. Ja, danke. Ey, denn ist noch einiges möglich. Ja, gut. Der kommt uns jetzt auch wieder. Aber er stirbt auf jeden Fall nicht. Verliert ungefähr zwei Drittel der Truppen, wenn die jetzt mit uns fertig sind. Ja, kommt hin. Bis der jetzt wieder zurück im Hauptquartier ist. Sind ungefähr zwei Drittel der Truppen weg. Kann man vor Augen gehen. Bogen. Und Moral steigt. Sehr schön. Jetzt muss ich natürlich auch mal ein bisschen aggressiver vorangehen. Ja, hiermit können wir jetzt nicht wirklich was erreichen. Um ehrlich zu sein. Ich könnte mal verfolgen machen. Einfach just for fun. Ja. Why not? Besser als nichts. Oh yeah! Und Xuxu wird erstmal getroffen. Minus 1000 und minus 10 Moral. Das war gut. Mit Verfolgen senken wir ebenfalls nochmal die Moral. In anderen Sinn hat es meiner Meinung nach nicht. Weil der Damage-Output mega gering ist. Gut, Liu Bei muss jetzt auch ein bisschen anders agieren. Ja, jetzt können wir nicht. Ja, wir können nochmal verfolgen. Und wir können Zange machen, dann ist er erstmal gestunt. Ja. Let's do it. Oh, können wir was verknüpfen vielleicht? Mit ihm nicht. Ne, mit ihm nicht. Huang Zhong auch nicht, denke ich. Aber hier irgendwie anregen oder so vielleicht noch. Nee. Haben wir nicht. Okay, dann einfach Zange machen. Just do it! Don't let your dreams be dreams! Ja, das kann sich doch sehen lassen. Wer genau war das jetzt? Wer ist da jetzt mit dem Fluss gekommen? Wer ist denn das jetzt? Ist auf jeden Fall zum Strategen auserkoren worden. Das sieht man an der Flagge. Aber wer ist das? Ach, Jirksu auf dem Pferd? Jirksu auf dem Pferd? Das sieht komisch aus.
Na gut. Zwupp. Schade, dass man das Katapult hier nicht verschieben kann. Wie in Dynasty Tactics 2. Gut, die approachen scheinbar nicht. Soll mir recht sein. Keine Hilfe. Into... Ja, aber das Blöde ist, das Spot aktiviert. Das ist ganz blöd. Deswegen mache ich lieber gar nichts. Ja. Das ist echt blöd. Weil das Spot will ich behalten, Mensch. Es wird zu gut, um es jetzt einfach zu wasten. Also machen wir es nicht. Der hat ja wohl nicht noch sowas, ne? Glaube nicht. Die anderen Taktiken waren ziemlich weak. Ach komm schon. Meine Fresse. Ja, deine Mutter. Ist doch scheiße. Ach komm schon, ey. Hätte ich es mal doch gemacht. Ja, keine Ahnung. Wie wir jetzt noch gewinnen sollen. Klar, gewinnen tun wir, aber die Verluste werden enorm jetzt. Ohne Taktiken, das ist doch das Letzte. Ziehen wir den lieber hier hin. Da geht die ordentliche Action ab. Die richtige Action geht hier ab. Ja, greifen wir einfach an. Was soll man machen? Mit Guan Yu. Na, hier sind wir sogar safe. Take this! Ah, da müsste ich Hua Xin mal heilen. Ist gar nicht so einfach, da hinzukommen. Hat er noch was? Nö. Zum Glück nicht. Können wir auch hier mit dem Bogen irgendwie attackieren? Yo. Dann machen wir das lieber hier. Oh yeah. Damit bewacht er auch quasi das Katapult von vorne. Boah, 700 und. Das war nice. Die gegnerische Oberbefehl ist aber, der verschanzt sich nur. Das ist natürlich nicht so toll. Aber gut, ich kann es nicht ändern. Müssen wir doch alle vernichten. Immerhin kriegen wir dann wieder Erfahrungspunkte, aber trotzdem. Diese Situationen sind mir gar nicht so recht. Stell mich mal so hin. Ach, hat er keinen Langbogen? Konnte mich nicht attackieren. Und Xuxu kommt. Das gefällt mir auch absolut nicht. Rücken. Aber es ist nur Hua Xin, das ist in Ordnung. Kann sich ja jetzt gleich nicht bewegen. Ist aber, wie gesagt, nur Hua Xin, ist sowas von egal. Sehr nice. Und ich glaube, die Feuerpfeile treffen jetzt alle drei. Das ist mega gut. Können die eben halt nicht agieren. Rüsten schon mal die Feuerpfeile aus. Gucken wir mal, was wir hier machen. Kann natürlich auch selber rücken, aber das will ich eigentlich alles gar nicht. Der kommt da nicht hin. Kann er wenigstens ein... Er hat auch ein Feld, würde gehen. Ein Feld nach vorne kommt der. Ja, dann warten wir damit noch. Ja, dann warten wir damit noch. Wir können eigentlich noch viel mehr chainen, glaube ich. Na, ich glaube schon. Na, einfach nochmal ein Angriff. Zick bis 2000. Alter. Wie broken. Das war gut. Alter, wir können gleich Vertreiben machen und das wird so reinhauen. OM fucking G. Oh mein Gott. Das ist richtig gut. Ja, das ist wirklich richtig gut. Ich glaube, ich will die jetzt gar nicht mal in die Feuerpfeile. Weil nachher wird das R aktiviert. Und dann trifft Vertreiben nicht mehr. Nee, das machen wir dann lieber nicht. Tauschen könnten wir. Wir wollen ja nicht tauschen. Zheng Fei macht hier den Überfall. Ich denke, das ist gut so. Hilfe
So hilf mir doch. Ja, ja, das ist super gut. Und BATS! 1100! Das ist so ridiculous. Stell dir mal vor, mal zwei Ingenieure, das kann man haben. Kannst du noch einen Katapult dahin pflanzen? Und das war's mit Yirksu. Zum Glück. Zhang Fei positioniert sich jetzt besser. Da einmal durchrusht. Ist auf jeden Fall besser positioniert. Blockiere ich mich nicht selber so. Und das ist jetzt so insane. Boom! Alter Falter. Ja, vertreiben wird jetzt nochmal initiated. Ist in Ordnung. 13.000. Und besiegt. Leider nicht gefangen genommen. Gefangen genommen war jetzt richtig geil. Oh, aber Zhang Gui. Nice. Noch einen der Grubert. Super. Wirklich. Richtig gute Neuzugänge dann. Und das, wenn wir das hier jetzt schaffen. Ja, machen wir doch die Salve. Dann machen wir die Salve. Let's go! Hat nicht viel Damage, aber wir schicken Xuxu wieder zurück. Der hat nämlich Probleme durch den Fluss zu kommen. So kann er jetzt nicht Guan Yu angreifen oder wen auch immer. Das war not bad. Okay. Aber der kann was machen. Ah, er macht nicht wirklich was. Schießt nur. Ja, seht ihr, genau deswegen habe ich Salve gemacht, weil jetzt ist er wieder im Fluss. Und jetzt können wir ihn gleich wieder zurückschicken mit einer weiteren Salve. Keine Möglichkeit, ich weiß nicht, ob ich es mache. Müssen wir noch sehen. Wir können hier anspornen, um Liu Bei zu helfen, über den Fluss zu kommen. Oder um Guan Yu in die richtige Richtung zu drehen. Ich denke, wir drehen lieber Guan Yu in die richtige Richtung. Das hat mehr Sinn. Guan Yu viel stärker als Liu Bei ist. Swoop. Er muss jetzt 100 haben. Ja, 100 Moral. Krasser Scheiß. Hier können wir Taunt, Ito Hilf, Grube. Ne, das ist wirklich Taunt. Taunt. In eine Hilfe-Kombo. Hör mal. Ach ne, der kann hier gar nicht chain. Der kann hier gar nicht chain. Das ist nicht cool. Lassen wir das. Machen wir es lieber gleich mit einer Grube. Einer Grube. Und jetzt gibt's erstmal Feuerpfeile, damit die schön aussetzen müssen. Kann ich den nicht anlocken? Und dann kann er nicht mal was machen, der Xuxu. Wir müssen nicht auf Xuxu aufpassen. Macht super viel Damage. Und er muss jetzt eher so aussetzen. Dann locken wir mit der Grube und dann können wir bearbeiten. Das ist mein Ziel hier. Swap. Wir haben noch genug Offiziere, die hier was machen können. Problem ist, hier ist alles Wald. Ne? Wir können den gar nicht locken. Ach Gott, damit. Na egal, hat sich trotzdem gelohnt, Mann. Hat sich trotzdem gelohnt. Und wir haben nochmal Feuerpfeile, so ist ja nicht. Hä? Mhm. Okay. Na, die erhöhen natürlich auch ständig die Moralen, indem sie die ganze Zeit beim Zelt campen. So, was könnten wir hier tun? Das ist mir nicht gut genug. Machen einfach nochmal einen Angriff. Boah, 1200. So broken, ey. Guan Yu ist richtig gut. Aber es liegt auch an seiner Fähigkeit. Ist ultra krass. Mhm. Jetzt kommt der Oberbefehlshaber endlich mal. Und es gibt nochmal Feuerpfeile. Seriously. Why not? Nochmal aussetzen. Diesmal treffen wir sogar drei Leute. Macht immer sau wenig Damage, aber trifft halt viele und schickt die zurück. Das hat schon seinen Sinn. Ich finde das immer nice. Mhm. So, Gongzi, der Spion, ist auch über den Fluss gekommen. Mhm. Ach, müsste schon wieder aussetzen. Oh, das tut mir immer leid. Oh, ja, mit kleinen Leuten. Oh, yeah. Hat er noch Hilfe? Ja, hat er. Das ist cool. Das kann er hier denn machen? Ach, nur das Übliche, ne? Okay. Oh mein Gott, ein Sturmito-Überfall! Wir müssen das nur jetzt ausrüsten. Das ist richtig gut, Mann. Zack! Und jetzt Überfall. Jetzt haben wir die richtig
Oh, jetzt haben wir die beide richtig schön zusammen gemacht und preschert einfach durch. Das war so gut. Oh mein Gott. Und der Damage, das ist gut, yo. Das ist gut, yo. Mhm. Ha. Pferde, die nicht über den Fluss kommen. Na, der kann uns natürlich jetzt... Oh, nee. Ah, doch, der greift trotzdem Guan Yu an. Mhm. Ist in Ordnung. Hat ja nicht... Ach so, der konnte aber gar nichts chainen. Streit, Feuerangriff, Rücken. Haha, nur solche Strategien, das ist gut. Können vertreiben, dann wird Liu Bei was machen. Was könnte Liu Bei denn machen? Wechseln könnte er machen. Mehr aber auch nicht. Bietet sich das denn an? Ein bisschen. Besser als Salve. Wir machen's. Hat er Wechseln jetzt auch ausgerüstet? Jo. Nur nochmal vorsichtshalber immer gucken. Okay, vertreiben! Bogenschütze Huang Zhong meldet sich zum Dienst und greift on. Bam! Voll wenig Damage. Ist ja auch nur ein Bogenschütze. Was soll's. Dafür ist der jetzt in einer ganz ekligen Position. Ja, vielleicht schießt er sich von Natur aus an. Es ist fucking Wang Ping. Hat halt Wei verraten. Ah, da hätte ich erholen können, ich Vollidiot. Naja, was soll's. Großangriff. Großangriff. Überfall. Und hier machst du Hilfe. So, hilf mir doch. Oh yeah. Könnte reichen für Wang Ping. Ich denke, es wird reichen. I will aid you. Okay, vielleicht auch nicht. Guck, sie ist halt nicht so gut. Aber er ist ein Spion. Er ist quasi for free. Ist umsonst noch dabei. Wir haben immer eine größere Armee als der Gegner, wenn der Gegner keinen Spion hat. Schon viel wert, aber es reicht trotzdem. Wie ihr seht. Er wird wohl über 1200 Damage machen, ja. Das meine ich wohl. Ach, Salve wird noch gekommen. Und ja, I take it. Why not? Ich hätte gar nicht mitgerechnet. Ist natürlich schön. Oh yeah, dann haben wir den auch noch besiegt. Ja, das ist perfekt. Und gefangen, sag ich ja. Der hat sich ja Ja, ich will jetzt nicht sagen ergeben, aber der ist halt zu Schuh übergelaufen. Jo, was machen wir hier? Lockvogel. Oh, Lockvogel in Taunt. Ja, ich will aber eigentlich nicht Taunt machen. Aber wir könnten noch tauschen, komm on. Ja doch, dann machen wir es. Das ist zu gut, um es nicht zu machen jetzt. Ja. Ja doch. Wir machen's. Let's go! Now! 308 nur. OMG, es wird auch nicht so viel Damage machen. Man Yang macht wirklich unfassbar wenig Damage. Naja, auch. Das sind halt die Strategen, ne? Ja, ich glaube, Fazing macht mehr Damage. Ja. Naja. Naja. Ach du Scheiße. Jetzt haben wir noch die Moralfunktion zu erhöht. Wenn die wissen. Ja, okay, das geht aber. Ich dachte, er macht mehr Damage. Das war in Ordnung. Und Guan Yu ist natürlich jetzt schwierig, da wegzukriegen. Aber das Zelt kaputt. Das behindert mich hier gerade. Brauchen wir auch zwei Treffer. Na, der kann auch wieder was machen. Lockvogel, na gut, das bringt jetzt nicht so viel. Haut aber, glaube ich, richtig rein. Weil Geniefähigkeit ist, glaube ich. Ah, nee, List war das. Geniefähigkeit ist, er kann es unendlich oft einsetzen, glaube ich. Nee, was ist das? Es ist immer dann gestunt. Das war das, oder was? Wir gucken einfach nach, was es ist. Yo, wird immer gestunt. Scheiße, das ist gut. Aber wisst ihr was? Wir haben die perfekte Antwort. Und es kommt jetzt auch noch eine Salve. Get wrecked, Zahn. Ja, das war die perfekte Antwort. Oh yes. Ja, noch über 10.000. Das Katapult bringt uns jetzt nicht mehr so viel, aber es hat mega viel Value erzielen können. Es war halt gut, das Katapult. Könnt ihr mir sagen, was ihr wollt. Das hat sich richtig gelohnt.
So. Ja, Huang Zhong. Ja, greif mal lieber Xisu an, der macht mehr Damage. Ja. Flanke. Einfach um die Moral noch weiter zu senken von Xisu. Ah, was? So wenig Schaden. Boah, das ist echt schlecht. Das ist richtig schlecht. Er ist ein bisschen geschwächt, können wir ein bisschen healen. Zwoop. Oh, stimmt, das geht da manchmal auch. Das ist cool. Aber nur vertreiben. Schade. Feuerpfeile wären cool gewesen. Wenn wir die wieder hätten. Ja, vertreiben. Bitte so wenig Damage wie eben. Ja. Noch weniger sogar. Aber die Moral halt noch weiter gesenkt haben. Ja. So sieht's aus. Und tschüss. Kaputt! Okay. Zheng Fei wird auf jeden Fall Überfall machen. Wir können dann vertreiben Chain. Ich mache jetzt einfach mal einen normalen Angriff. War ganz okay. Ah, er bleibt. Ach, okay. Dann müssen wir Attacke machen. Damit die da wieder richtig positioniert sind. Okay. Ist auch okay. Ach nee, jetzt macht der ja vertreiben, der Idiot. Na, was soll's. Egal. Halt kein Überfall, der zwei trifft. Was soll's. Können wir hier noch machen. Oh, wir können über Großattacke. Großattacke und dann kann Zheng Fei. Dann kann Zheng Fei. Ja, da macht er einfach den Überfall. Da haben wir die quasi von zwei Seiten. Naja, das ist auf jeden Fall die richtige Wahl hier. Let's go! 1100. Vielleicht reicht sogar für Xisu. 4000 und so hatte der noch. Eine Moral 100, glaube ich. Ja, das reicht. Super. Der Dicke ist besiegt. Und hier können wir jetzt nicht auch was machen. Machen wir hier. Ja, Attacke müssen wir schon machen. Oh mein Gott, wir können sogar umzingeln. Jetzt zeige ich euch mal, wie geil umzingeln sein kann. Aber leider können wir... Ja doch, Flanke. Das ist so nice, ne? Umzingeln ist richtig gut. Jetzt holen wir einfach... Egal wie weit der von der Map entfernt ist, wir holen den einfach ran. Es geht aber nur, wenn wirklich einer das ist. Wenn da irgendein Feind dazwischen steht oder verbindet, dann funktioniert das nicht. Achso, der macht jetzt Attacke. Ja gut, in Ordnung. Auf jeden Fall Li Hua quasi for free jetzt rangeholt. Achso, er schiebt die gar nicht weiter. Ist der Fluss da zu tief oder was? Auf jeden Fall ist er jetzt besiegt. Richtig gemeistert, diese Schlacht. Sehr wenig Verluste. Drei Gegner gefangen genommen. Darunter zwei richtig gute. Nämlich Fa Zheng und Cheng Gui. Das war ein Sieg. Das war ein richtiger Sieg. Große Verlust für Cao Cao. Aber die ganzen Taunts und Pits, da die Leute, die diese Taktiken haben, alle gefangen nehmen, dann wird Cao Cao auch immer eine kleinere Bedrohung. Hm, Dongzhi ist auch mal aufgestiegen. Und Jinxuan. Ich bitte euch, mich in die Dienste aufzunehmen. Ja, okay. Und Shomuke. Ich glaube, den Feind auszulöschen. Ich werde euch in der Schlacht gute Dienste erweisen. Ja, das wird natürlich noch von Lu Meng bewacht. Sehr abfeiere. So, jetzt können wir mal gucken. Ich denke. Ja, ich denke, der ist besser als Suak Sin. Hat mal nur eine Grube. Aber die Stats sind so gut. Guckt euch das mal an. Richtig gute Stats. Aber nur eine Grube. Nee, du. Können Ma Liang aber ersetzen. Ich finde den auf jeden Fall besser als Ma Liang, den Fa Zheng. Hat zwar zwei Gruben, aber der Rest zackt. Macht auch nie Damage. Ja, komm. Fa Zheng.
The stage is yours. Fahrt zur Hölle, Fahrzeug. Ach so, der ist aber so geschwächt. Okay, vergesst es. Der ist wirklich sauer heftig geschwächt. Das kann man vergessen. Der muss sich erstmal regenerieren. Wenn er sich regeneriert hat, kann man den vielleicht entweder hier noch hinzufügen oder halt der Lumeng-Armee. Gut, apropos Lumeng-Armee. Ist Ching Xuan gar nicht... Der war auch gar nicht so schlecht. Ich guck mal kurz die Stats. Attacke, Hinterhalt. Das ist durchschnittlich, ne? Fußvolk. Ist ganz okay. Ich glaube, den fügen wir jetzt erstmal noch nicht hinzu. Wangping haben wir hier. Schaubar. Sicher Zheng Fei hat er als Freund. Da sieht man's. Ist ja auch was mit Schuh zu tun hat. Ich glaube, wir lassen das erstmal so. Aber Zheng Gui ist halt auch super gut, ne? Auf jeden Fall. Okay. Ja, dann würde ich sagen, war es das so für diesen Part. Aber wir schieben die schon mal hier hin. Müssen wir jetzt auf Hua Xin aufpassen, denn es ist halt jetzt geschwächt. Das ist die richtige Wahl, weil die hier hinzuziehen. Na doch, da ist Gu Jia, mit dem will ich bestimmt nicht kämpfen. Nee, mit dem will ich nicht kämpfen. Er cheatet immer. Wisst ihr. Pantang! Xianglang. Aber sowas von. OMG. Können Pangtong kriegen. Xianglang, wo bist du? Xianglang, 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 lang, 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 lang. Sehr schön. Oh mein Gott, wir kriegen Pangtong. Aber noch nicht diese Runde. Wo war der denn jetzt? Hä? Doch! Nächste Runde kriegen wir den. Zivilist, Pangtong, Bogenschütze. Voll wenig Truppen, ey. Ich soll man sagen, vor ihr Angriff verloren. Gar nicht mal so geile Taktiken. Aber ich will ihn trotzdem. Kann man noch der Lumeng-Armee hinzufügen, auf jeden Fall. Besser als den Shit, den wir da drin haben. Cool, Pangtong. Tja, mein Zauzau ist immer hier und Zhuge Liang hat, dann darf ich auch Pangtong haben, ne? Okay. Gut, Freunde, würde ich sagen, Daumen hoch, falls es euch gefallen hat. Falls nicht, würde ich es mir gerne vorwiesen. Ansonsten bis zum nächsten Mal. Bis dann, ciao und danke fürs Ansehen. Macht's gut und haut rein.